Mein Name ist Adrian Ebischer, ich bin Biologe und arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Amt für Wald und Natur. Michel Rocco, Fotograf, l'âge, je dis pas, Fribourgeois, né à Fribourg, je vis toujours à Fribourg, indépendant, dehors dans la nature, dans la brousse, sous l'eau le plus souvent. Biodiversität beinhaltet für mich in erster Linie Arten, Unterarten und Formen, und zwar immer im Zusammenhang mit einer Region oder in einem Maßstab. Es scheint mir wichtig, dass wenn man den Begriff Biodiversität verwendet, dass man es gleichzeitig präzisiert. Spricht man nun von der Biodiversität weltweit oder geht es um die Biodiversität in einer Gemeinde oder um die Biodiversität in einem Wald zum Beispiel? Also, es ist der Mensch, das ist klar. Es ist, der Mensch ist eigentlich auf den Planeten gekommen, er fügt sich nicht ein in diese Gesellschaft von Pflanzen und Tieren, die bereits existiert hat, sondern er räumt alles beiseite, um das nach seinem Gusto zu gestalten, für seine Zwecke. Das ist, stand schon in der Bibel, macht euch die Erde untertan, und das ist natürlich ein komplett falscher Ansatz. Also grundsätzlich ist es dieser Fußabdruck des Menschen, der einfach alles wegräumt, umgestaltet. Wir machen Verkehrswege, Wasser ist eine Ware und so weiter. Man macht Strom, kann bewässern, Abfälle transportieren. Es ist ein äußerst erfolgreich, aber brutaler Umgang des Menschen mit der Natur. Also erfolgreich, weil die Methoden sind sehr effizient, aber für den Planeten sind sie natürlich eine Katastrophe. Ein Verlust der Biodiversität wirkt sich über verschiedene Mechanismen auf den Menschen aus. Das Erste und das Wichtigste ist zu meinen Mal, die Biodiversität als Nahrungslieferant, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber ein Verlust von Teilen der Biodiversität, zum Beispiel von manchen Pflanzen, bewirkt beispielsweise, dass wir weniger Baumaterialien haben, dass wir weniger Brennmaterialien haben, dass wir weniger Papier haben, dass wir weniger Farbe haben, dass wir weniger Arzneimittel haben. Also eine ganze Palette von Faktoren, die den Menschen nützlich sind. Die Biodiversität wirkt sich aber auch auf unser Wohlergehen aus. Es gibt beispielsweise verschiedene Untersuchungen, die zeigen, dass sich der Mensch wesentlich wohler fühlt in einer Umgebung, die naturnah ist, in einer Umgebung, die artenreich ist. Das hängt wahrscheinlich einerseits damit zusammen, dass der Mensch nicht gerne Änderungen und Wechsel hat. Wenn sich der Mensch irgendwie im Verhalten oder sonst wie ändern muss, dann ist er nicht geneigt, irgendetwas zu unternehmen. Ein zweiter wichtiger Grund ist folgender. Der Verlust von Biodiversität wirkt sich nicht unmittelbar auf den Mensch aus. Es ist etwas wie beim Sonnenbrand. Wenn man 90 Minuten lang ungeschützt an die Sonne liegt, spürt man nichts. Aber man bezahlt den Preis dann später, wenn es zu spät ist. Also ich bin immer viel am Wasser, oder auch beruflich jetzt, aber schon als Kind war ich immer Fischen auch und habe den Niedergang des Lebens in den Gewässern äußerst brutal wahrgenommen. In der Schweiz hat das Leben in den Flüssen in den letzten 50 Jahren, seit ich Kind war, um 80% abgenommen. In der Menge, aber auch in der Artenzahl. In der Saane hatten wir mal 35 Fischarten, jetzt noch ein gutes halbes Dutzend. Und viele sind verschwunden, deren Namen die Leute nicht mal kennen. Wo ich als Kind unter jedem Stein einen Fisch fand, die Bartgrundel zum Beispiel, die gibt es einfach nicht mehr. Ich habe in der Nägeln unten meine Primarschule gemacht. Jeden März kamen Zehntausende von Nasen zum Laichen. Die ist ausgestorben. Wir haben es geschafft, das zu machen, nicht? Und diese Änderungen sind natürlich, die sind für mich unglaublich. Und ich spreche jetzt nur von den Fischen. Aber die Basis des Lebens sind die Wasserinsekten im Gewässer. Die haben massiv abgenommen. Massiv. Und der Fluss ist sozusagen ein Nahrungslieferant das ganze Jahr.
Dezember, Januar wenig, aber sonst immer und sogar auch im Winter. Also eine Blaumeise, ein Insektenfresser, kann sich ernähren entlang eines Flusses, weil der Fluss gibt immer noch Insekten ab. Die Fledermäuse brauchen das über dem Fluss, die Forelle ist es auch und ganz viele andere Tiere. Und das nehmen wir gar nicht wahr. Wenn irgendwo ein Bach verschmutzt wurde, dann heißt es ja, es wurden 200 tote Forellen gefunden. Aber das waren natürlich Myriaden von anderen Lebewesen, die interessiert niemanden. Und sie sind für viele andere Tiere auch wichtig. Also Wasser ist für uns irgendwie etwas geworden, kann Strom damit machen, Felder bewässern, kann es kanalisieren, kann die Abwässer hineinleiten und so weiter. Und das dort drin, Tiere leben, die können nicht fliehen. Wenn eine Giftwolke kommt, die nehmen die voll ins Gesicht, nicht? Und die sterben dann einfach. Und da ich immer im Wasser bin, sehe ich das. Und für mich ist es schwierig, ein bisschen optimistisch sein zu für die Zukunft. Natürlich, man kann Gewässer revitalisieren, das ist gut, es kommen dann wieder Fische, alles. Aber die große Masse an Gewässern ist einfach ein unglaublich katastrophaler Zustand. Und die gleichen Fehler werden überall auf der Welt immer wieder gemacht. Ja, der Politiker will wieder gewählt werden, nächstes Mal, oder? Und wenn man sich die Parteiprogramme anschaut, wenn dann irgendwas kommt, dann ein Entscheid, der dann was bewirken würde, dann geht man dann gleich wohl auf die Wünsche der Lobbyisten ein, jetzt auf Bundesebene und so. Das ist einfach die Realität, oder? Es hat sicher viel guten Willen auch, aber die Sachzwänge, vor allem wirtschaftliche Sachzwänge, die sind dann stärker. Da haben die Ideen keine Chance mehr. Ich war dann eigentlich glücklich, als vor einiger Zeit die Jungen begannen zu rebellieren mit der Klimajugend, weil sie einfach sagen, es geht einfach nicht mehr, oder? Und dann heißt es, ist alles nicht möglich, alles nicht machbar. Und dann kam dieses kleine blöde Virus. Und plötzlich geht alles, nicht? Sogar in viel stärkerem Maß. Plötzlich hat es keine Flugzeuge mehr, nicht mehr, oder? Und dieses Virus ist ja nur daher gekommen, weil wir in die Lebensräume der Tiere eindringen. Die Fledermaus ist nicht in die Stadt geflogen, der Mensch ist hineingegangen und irgendwie einmal überträgt sich das einfach einmal, oder? Wir haben uns nicht in die Natur eingeführt, wir wollen einfach mit dem Bull dort so da hindurch. Und Politiker, es hat sicher guten Willen, ja, es passieren Schritte, aber es gibt vielleicht die lokale Politik, aber wenn man auf globaler Ebene anschaut, ist das ein großes Trauerspiel. Ja, man kann die Biodiversität oder zumindest einen Großteil davon schützen, erhalten. Allerdings ist es so, dass wenn wir heute aufhören mit dem Ausstoßen von CO2, dann wird es noch Jahre und Jahrzehnte dauern, bis wir den Effekt des Treibhauseffekt nicht mehr spüren. Das heißt, je länger wir zuwarten mit mutigen Maßnahmen, desto größer werden die Verluste sein. Aber die Verluste werden natürlich nicht absolut sein. Je früher wir beginnen, Klimawandel möglichst zu bekämpfen, desto mehr können wir schützen, desto mehr werden wir erhalten können. Also, ja, wenn man eine Abstimmung unter all den Tieren des Planeten machen würde, ob sie den Menschen wollen oder nicht, würden vielleicht ein paar Goldfische oder Pudel sagen, ja, ich will den Menschen, oder? Wenn es hart auf hart geht, würde es wahrscheinlich Verdrängungskämpfe geben. Jeder will das Wasser, jeder will dort wohnen, wo das Wetter noch gut ist und so. Man sieht ja solche Bewegungen schon jetzt, oder? Ich meine, es hat auch Leute, die fliehen, weil man nicht mehr leben kann. Die wollen anderswo hingehen und die Leute wollen sie natürlich nicht, oder? Also, ja. Ich kaufe fast nur einheimische Nahrungsmittel. Beim Kaffee gelingt das leider nicht. Ich kaufe sehr oft Bioprodukte, sehr wenig Fleisch. Ich versuche das zu tun, was alle Leute tun können, nämlich mit sehr, sehr geringem Aufwand vielleicht viel erreichen. Das heißt, bei sämtlichen Wahlen und Abstimmungen
teilnehmen und sich so zu entscheiden, dass der Klimawandel möglichst gebremst werden kann. Das ist etwas, was alle Leute tun können. Mein CO2-Fußabdruck allerdings ist hundsmiserabel, denn ich war mehrmals in der hohen Arktis und in der hohen Arktis, dort kann man weder weder schwimmend noch mit Segelbooten hin. Das heißt, dort flog ich mit dem Flugzeug hin. Mein CO2-Abdruck ist katastrophal, einer der schlimmsten. Ich komme wahrscheinlich kurz mal nach Roger Federer oder irgendeinem Sportler, weil für meine Arbeit auf der ganzen Welt arbeite ich sehr viel gereist, oft mit Flugzeugen auf der ganzen Welt. So NGOs wie IUCN, WWF, so, die ermuntern mich, meine Arbeit weiterzumachen, weil ich spezialisiert bin. Und jetzt, im Moment, möchte ich eigentlich vor allem im Amazonas arbeiten. Ich finde meine Arbeit sinnvoll dort unten. Und weil es arbeitet kaum ein anderer Fotograf dort unten. Und ich würde weiterhin in den Amazonas reisen mit Flugzeug. Ich würde vielleicht versuchen, längere Reisen zu machen, länger dort unten zu bleiben. Privat kann ich problemlos auf so Sachen verzichten. Beruflich ist das schwierig für mich als Fotografen, ja.